Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Lost Ark. Und wie versprochen, Torteugs Herz steht heute auf dem Programm. Wir quatschen gar nicht lange drum rum und gehen direkt rein. Ja, Von dort hinten scheint ein Licht. Gehen wir rein. Bäume? Ich werde von Bäumen angegriffen. Oh. Ah, es fällt mir immer noch schwer, dass die Buttons hier unten sind. Ich bin in WoW, habe ich mir immer Auras gebaut. Ich habe eigentlich alle Cooldowns irgendwo zentral am Bildschirm platziert gehabt. Das rächt sich jetzt ein bisschen. Der Baum dort vorn sieht verdächtig aus, oder? Wenn man da wirklich seine Cooldowns im Auge behalten will und gleichzeitig schnell reagieren möchte, ist es da. Macht sich das da ein bisschen schwerer. Auf dem Boden hier ist es zu gefährlich für mich. Bitte nimm mich in deiner Tasche mit. Ach, danke. Ist alles ranged? Scheint so. Na, haust du etwa? Komischer Kiesling. Meine kleinen Kieslinge. Komm. Ich
aber auch faszinierend, wie wirklich jede Ecke in diesem Spiel anders aussieht, ne? Bisher ist mir nicht einmal aufgefallen, dass irgendeine Ecke einer anderen sehr stark ähnelt. Kein Schaden kann Fios doppelte Rüstung durchdringen. Setze Teilbruch ein. Ich hab's nach 40 Leveln endlich halbwegs geknackt. Dadurch, dass man ja als Gunlancer ganz, ganz schlecht dodgen kann. Einfach ein Kontergewehrlanze immer anhauen und dann einfach stehen bleiben. Klappt zumindest hier scheinbar ganz gut. Oder im selben Moment hüpfen. Jetzt bin ich irgendwie hier festgepackt. Ich schaff's aber auch immer wieder. Okay. Natürlich cooler und habe es ist kacke. So weit gekommen. Frage mich, wie viel weiter du gehen kannst. Ihr, die ihr den Test bestanden habt. Ich bringe euch die Stimme des Großen. Das ist nett. Sehr nett. Wenn ihr die reine Seele seid, die mein Meister prophezeit hat, werden alle gern in euer Lied einstimmen. Dort! Tutoikis! Ihnen nach! Ah, mehr Items. Okay. Ach, immer vergesse ich irgendwas. So, jetzt aber. Bernd, das Brot? Er ist auch hier. Hallo, Bernd. Ja, mag gut mein Schild weggesnackt. Holla, die Waldfee. Na, ihr wollt's wissen, Freunde, ne? Okay, okay, okay.
ist eine Art Miniboss oder was, ja? Ah, aber ich zu langsam. Na, ja, komm mal ein bisschen raus da. Ach, der ist gerade ge. Fuck. Ach. Wir müssen tiefer rein. Dieser Ort ist wie ein Labyrinth. Wollen wir die kugeligen Kerle vom Hügel rufen? Kugelige Kerle? Melodie des Herzens soll ich spielen, ja? Die Invasion der Brote. Nochmal. Okay. Kiesel? Monster töten, Monster töten, jawohl, Monster töten. Okay, fast. Los, ab. Tu, was tu.
Ah. Gruppe der Toiki und die Eier der Schöpfung bleiben am Ende des abgeschnittenen Pfades stehen. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, ohne einen Pfad, der mich führt. Versuchen Sie mir etwas zu sagen? Mumumu, mumumu. Bieten Sie mir an, mich zu führen? Vielleicht bitten Sie um etwas. Ich sollte mit anderen Toiki sprechen. Okay. Sprich mit weiteren hier. Na 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 na. Diese Toiki wollen etwas, das ich habe. Haben sie etwa auf das Lied reagiert, das ich gespielt habe? Ich sollte einen Toiki finden, der ihr Anführer sein könnte. Verhandle mit dem Captain da. Bub, 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 bub. Bo, 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 bo. Sie wollen in jedem Fall eines der Lieder, das ich habe. Vielleicht kann ich ein Lied spielen, um sie dazu zu bringen, mir den Pfad zu zeigen. Welches Lied wollen sie hören? Die Melodie des Herzens. Jeje, Musik. Jeje, Musik. Sie wollen die Melodie des Herzens. So nett. Ja, und du? Maxi! Ah, natürlich das andere wieder weg. Keine Dunkelheit kann zu diesem heiligen Ort vordringen. Ich bin deine letzte Prüfung. Zerstöre mich, um dich zu beweisen. Nur jene, die mich zu Fall bringen, sind der Arche würdig. Naja, ich kann es ja mal versuchen, oder? Oder wir gehen wieder nach Hause. Na kommt. Nein? Na gut. Unausweichlich.
arbeite dran. Okay, das macht etwas Schaden. Was auch immer sie gerade getan hat. Sollten wir kurz noch schreien im Kreis rennen. Ich hab's ja verstanden. Unausweichlich. Zeige mir deinen Mut. Du musst meine Prüfung erdulden. Na komm. Komm mal aus der Ecke da. Deine Ein kleiner Spross wächst dort aus dem Boden, wo der Wächter stand. Erst Loot. Loot ist wichtiger. Okay. Ich habe eine sehr lange Zeit auf dich gewartet. Schon sehr bald wiedersehen. Hm. 281.000 Erfahrungspunkte, okay. Aber wir brauchen aber auch mittlerweile 800.000 für ein Level Up. Kriegen aber auch ganz gut Punkte dazu. Also wir haben jetzt wieder 13 Punkte, die wir irgendwo reinbuttern können. Bin mir gar nicht so sicher, wo ich das alles jetzt reinhauen will. Vielleicht
hauen wir mal hier 4 Punkte rein. Ich... Ah, vielleicht, dass es ein bisschen mehr Schaden macht, oder? Tja. Die Kontergewehrlanze kriegt sonst einfach auch nochmal 2 Punkte. Was macht die eigentlich auf der zweiten Stufe? Das wäre jetzt die viel bessere Frage. Mehr Damage, ne? Oder mehr Damage bei stoßimmunen Gegnern. Ich meine, da wende ich das Ding am meisten an aktuell. Aber gut, das kann ich mir in Ruhe alles nochmal anschauen. So, wir sollen zurück ins Mokoko-Dorf. Ich denke, da huschen wir nochmal schnell hin. Mit Juwelen haben wir bisher noch gar nichts am Hut, oder? Weiß auch nicht, wann das dann kommt. Bester Abschlussbericht abschließen, bevor du Juwelen ausrüsten kannst. Also da kommt schon noch eine ganze, ganze Menge Shit auf uns zu, ne? So, ja. Ah, ich wünschte mir tatsächlich hier in dem Spiel vielleicht doch nochmal... Freundstellung 2. Ah. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. STRGQ, STRGW. Okay, alles klar. Das heißt, ich kann tatsächlich... Das ist nett. Da habe ich gar nicht so dran gedacht. Das habe ich mir nicht so aufgefallen, dass ich da mehrere Leisten habe. Willkommen im Mokoko. Du hast sein Herz gebracht und gefunden, wonach du suchtest. Gut gemacht. Ah, die Arche. Der Wille des Sternenboten hat dich gefunden. Du hast Turtoig von seiner Pflicht als Wächter der Arche befreit. Jetzt, wo Turtoig sein Herz zurück hat, werden die Felsriesen wieder normal sein. Das haben wir alles dir zu verdanken. Wir veranstalten ein Fest, um dir zu danken, dass du Turtoig und uns gerettet hast. Gehe zur Dorfhalle, alle warten auf dich. Du warst hier drüben, ne? Genau. Ein Fest! Gibt's bestimmt auch was zu essen? Ich hab Hunger. Bist der Kokomo von vorhin? Glückwunsch! Danke! Du bist unser ganzer Stolz! Hey, ich bin dran! Deine Reise auf Turtoig beendet. Was für ein Erfolg. Hey, ich bin dran. Macht sicher. Oh, jo, jo. Hier ist der Lagerverwalter, ne? Vielleicht sollte man dem auch mal ein bisschen was noch geben hier. Oh Mann, wir haben so viel dann zu... öffnen noch. Das ist der Wahnsinn, oder? Genau, das kann auch alles gleich mal hier rüber. Das. Jetzt habe ich das alles hier in meine Tasche gesteckt, ne? Das gucke ich mir alles an, wenn wir groß sind. Ich denke, beim Leveln kommt... Solange kommen wir hier alles noch... So, oh Gott. Solange wir leveln, denke ich, kommen wir noch ganz gut so zurecht. Und ich habe ja gehört, dass die, Instanzen später auch teilweise etwas härter sein sollen. Von daher... Willkommen! Du hast den Schatz gefunden, nach dem du gesucht hast. Beeindruckend. Du hast viel durchgemacht, um ihn zu finden.
Jetzt musst du ihn irgendwo sicher aufbewahren. Also, gute Reise. So. Die Schrippe hier. Die nimmt das Ding bestimmt. Ja, oh, du musst da langweilig sein. Ganz nach hier oben rumzocken. Das haben sie doch auch 1:1 von den Avengers geklaut, oder? Von Thor. Das Kronjuwel von Regulus, dem Schöpfer. Die Arche der Schöpfung, Ortuus. Ein letztes Geschenk von einem der verbliebenen Riesen. Ja, war easy. Soll noch mal mit Totoma sprechen? Kann ich hier nicht einfach wieder... Nee, das geht ja nicht, ne? Muss tatsächlich über die Map gehen. Das ist nicht dein Ernst. Ach so, ich kann ja hier oben raus, ne? Die hat Herzchen. Vielleicht sollte ich ein bisschen mit der flirten. Ich brauche mehr Mut. Okay, ich hab's verstanden. Ich bin nicht mutig genug. Ich bin ihrer nicht würdig. Hast du den Schatz bei jemandem gelassen, dem du vertrauen kannst? Du wirkst sehr glücklich, nachdem du gefunden hast, was du suchtest. Also, was hast du jetzt vor? Den nächsten Schatz finden, sagst du? Ah, richtig, noch mehr Schätze finden. Hm, wo der nächste Schatz liegt, da kann ich dir leider nicht helfen. Aber die Schätze liegen meist in deiner Nähe. Warum fängst du nicht mit dem nächstgelegenen Ort an? Das ist eine Insel namens Toto Silver. Ihre Bewohner sind alte Toki. Sie leben schon sehr lange dort. Warte, bevor du gehst, muss ich dich noch um einen Gefallen bitten. Sieh mal, die Mokoko sind anders als andere Völker. Wir sind offensichtlich viel kleiner. Sicher weißt du, dass wir in Totoik geboren werden. Genauer gesagt, werden wir aus Mokoko-Samen geboren. Vor langer Zeit geschah etwas Tragisches mit unserem Volk. Bevor Totoik in seinem langen Schlummer fiel, damals als er noch aktiv war, hatte er einen starken Niesanfall. Sein Niesen verstreute viele Mokoko-Samen über die ganze Welt. Mokoko können nicht außerhalb von Totoik geboren werden. Bitte bring die armen verlorenen Mokoko-Samen zurück auf unsere Insel. Ich belohne dich so gut ich kann. Bitte tu dies für die Mokoko. Ah. Jetzt ergibt das auch einen Sinn. Oh, ich habe einen neuen Matrosen. Wo ist er denn? Ist das schon eine von den Karten gewesen? Gibt es hier eine Suchfunktion? Ich sehe doch in meinem Inventar nicht durch, Freunde. So helft mir doch. Erstmal alles schreddern, was ich nicht brauche. Alles klar, so. Jo, take everything. So, und jetzt nochmal. Öffne dein Inventar. Und rekrutiere. Da, das ist er. Bada bam. So, okay. Bereite dich im Dock-Modus auf das Segeln vor. Ach so, das ist einfach nur, genau. Map drücken, ne? Und dann segelbereit. Mit einem Schiff reisen, das in Meeresluftküste am Hafen liegt. Alles klar? Da sind wir wieder. Okay, okay, okay. Du hast wohl neue Freundschaft geschlossen. Solche kleinen Dinger leben in Tortoy. Das liegt an meiner Größe. Ich fühle mich wie ein Riese. Unterwegs mit dir sehe ich immer so viele neue Dinge, Captain. Okay, schon klar. Du kannst neue Matrosen anheuern.
und mit ihnen durch Arkesia segeln. Mit fähigen Matrosen an Bord erhöht sich das Tempo deines Schiffes und die Reise durch gefährliche Gewässer fällt leichter. Bestimmte Matrosen besitzen besondere Schiffsfähigkeiten, die beim Segeln sehr nützlich sein können. Sie sind äußerst selten, aber es lohnt sich, sie anzuheuern. Lass uns weiter segeln. Unser nächster Halt ist ganz in der Nähe. Annika. Hast du schon von Annika gehört? Nö, noch nicht, aber... Es ist ein beschauliches und anmutiges Land im Osten Arkesias. Viele nennen es das Land der heiligen Bestie. Setzen wir die Segel. Auf nach Annika. Keine Ahnung, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach hier. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin, denke ich. Hui! Ja, ich glaube, da sind wir eine Weile unterwegs. Zumindest habe ich so ganz grob das Gefühl, wenn ich mir hier so die Karte angucke. Das dauert etwas. Ich denke, das ist dann auch vielleicht eher was für eine neue Folge. Ich werde da mal ein kleines bisschen reinschnuppern. Da oben ist es schon, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann in der nächsten Folge wieder und schauen uns Annika an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren. Ansonsten, bis denne!